Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei Spellcaster University. Und wir wollen hier unser eigenes Hogwarts aufbauen. Ich hatte schon mal ein ganz kleines bisschen angespielt. Also wirklich ganz, ganz kleines bisschen. Und wir starten einfach mal mit einer neuen Kampagne. Schwierigkeit. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Wir machen mal Hexer. Also mittlere Stufe. Eine normale Spieldauer. Wir machen keine besonderen Herausforderungen, weil ich davon noch gar keine Ahnung habe. Und dann starten wir einfach mal so rein. So, wir können uns erstmal einen Namen der Schule ausdenken und ein Wappen machen. Können das natürlich ganz random machen. Wir können uns hier die Farben aussuchen, die drin vorkommen. Sowas in der Art. Wir können hier einfach mal zum Beispiel ein bisschen random durchgehen. Gucken, dass wir hier irgendwas Lustiges finden. Wir machen die Fette oder der Fette. Ne, die. Dann würde die besser passen, ne? Aber da müsste ich einen Schule dahinter schreiben. Dann machen wir der. Der fette Pegasus. Das ist der Name unserer Schule. Warte mal. Welche Farbe ist das? Das ist die hier, ne? Der fette pinke Pegasus. So, das ist unsere Schule. Und wir können uns jetzt aussuchen, wo unsere Schule liegt. Ich gehe mal davon aus, wir können hier noch viel mehr freischalten. Was können wir machen? Ich würde sagen, dadurch, dass wir so ein Pegasus und Pink und all sowas, dann sind wir natürlich eher ein bisschen in der guten Richtung unterwegs. Ich würde sagen, auch im Dorf hier, die sind durchschnittlich reicher. Das passt auch zum Fettsein. Das heißt, wir gehen hier ins Dorf mit unserer neuen Schule. Du solltest deinen Schülern etwas bieten, damit sie sich ausruhen, unterhalten und essen können. Sonst werden sie außerhalb der Schule nach entsprechenden Gelegenheiten suchen. Damit bleibt weniger Zeit fürs Lernen. Gut zu wissen. Da werden wir natürlich besonders drauf achten. 100% geht's auch mal weiter. Das lädt und lädt und lädt. Habt ihr das Spiel schon? Und noch viel wichtiger, freut ihr euch auf das Hogwarts-Spiel, was jetzt was jetzt bald rauskommt? Also ich mich auf jeden Fall, ich habe es auf jeden Fall schon noch nicht vorbestellt, aber auf jeden Fall schon mal in meine Wishlist gepackt, weil da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wie das sein wird. Eine Zitadelle inmitten von Feldern. Das Ackerland nahe der Großstädte des Königreichs eignet sich perfekt für unsere Schule. Die Bauern vor Ort können etwas Ärger machen, aber Bauern hören eh nie auf, sich zu beschweren. Stadtbewohner, Schüler sind reicher als durchschnittlich. Sehr schön. Wir können jetzt drei Sachen auswählen. Sie beschweren sich unaufhörlich, weil wir nicht wissen, wie man mit ihnen umgehen muss. Die Konsequenzen daraus sind, dass der Ruf bei den Bauern ein bisschen höher ist. Wir kriegen Dorfbanner und Schweinchenkammer als Karte. Dann haben wir die Möglichkeit, wir wollen hier Magie lehren und keine Krise in der Nachbarschaft entschärfen. Dadurch kriegen wir den Raum der Finsternis und Alchemielabor. Dadurch, dass ich von Anfang an gesagt habe, wir gehen eher in so eine gute Richtung, würde das schon wegfallen. Und wir haben, die Bauern hören schon auf, sich zu beschweren, wenn sie die Wunder der Magie erleben. Dadurch kriegen wir einen Runenstein und ein Observatorium. Da wir gut sind, wäre so eine Erkenntnis gar nicht schlecht. Und dass wir bei den Bauern direkt ein bisschen Bonus kriegen. Schweinchenkammer. Ich weiß nicht, was die bringt. Obwohl, das waren glaube ich diese Meerschweinchen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich würde sagen, wir fangen damit einfach mal an. Mit den Bauern.
Schweinchenkammer. Bis zu 3 Schüler können die Schweinchenkammer nutzen, um mit der Außenwelt zu kommunizieren und die Kommunikation mit Fraktionen zu beschleunigen. Vögel waren gestern. Dank seines aerodynamischen Profils ist das Meerschweinchen der Bote der Zukunft. Stimmt, das war dieser Raum, wo man Meerschweinchen durch die Gegend schleudert und dadurch in Kontakt mit anderen Fraktionen tritt. Sehr nice. So, das hier ist die Landschaft. Man sieht, alles schön, alles ruhig. Und das da. Das ist unsere Schule. Man sieht schon, da ist ordentlich was los. Wir können neue Häuser machen. Die Häuser sind, wie bei Harry Potter auch diese Häuser sind. Jedes Haus steht für irgendwas anderes. Und wir können neue Schüler bekommen. Wir können einen Schlafsaal holen. Da glaube ich, wäre das schon mal ganz gut. Wir können nur nach hinten bauen. Dann fangen wir einfach mal mit dem Schlafsaal hier an. Zack, haben wir den. Dann noch einen Speisesaal. Den Speisesaal. Was ist das hier? Ein Aufenthaltsraum. Oh, die machen wir da drüber einfach mal. So, und dann können wir noch einen Speisesaal machen. Den machen wir hier einfach drüber. Perfekt. Die Schweinchenkammer, damit würde ich noch ein kleines bisschen warten, weil die das nach oben bauen direkt beendet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, das wird 2 Dinger hoch und dann war es das. Schlussende. Ich weiß nicht, wie hoch man sonst hier machen kann, aber die begrenzt es auf jeden Fall. Wir haben ein Dorfbanner. Das können wir hier irgendwo hin machen. Und dadurch wird der Ruf verbessert. Dann würde ich hier kurz einmal vom Standarddeck kaufen. 3 Karten gibt's. Eine können wir uns raussuchen. Raum der Finsternis, würde ich sagen, fällt schon weg. Schulwappen. Generiert etwas Prestige. Das ist nicht schlecht. Raum der Natur wäre aber auch ganz gut. Nehmen wir. Und den machen wir dann einfach mal hier drüber. Zack, Raum der Natur. Dadurch können wir schon einen Lehrer für die Naturmagie aussuchen. Alle Charaktere haben hier eine Gesinnung, ein Pädagogik-Level und ob es Gewerkschaftsmitglieder sind. Da die in der Gewerkschaft sind, sind die etwas teurer, aber arbeiten besser. Moment. Okay, keine Ahnung. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, gerade nicht. Gute Arbeitsbedingungen bedeuten allerdings, dass Müdigkeit und Langeweile und Hunger 20% schneller sinken. Das ist schlecht. Also sind die teurer und arbeiten schlechter. Also werden schneller müde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das eine falsche Beschreibung oder ist Gewerkschaftsmitglied generell scheiße? Von vorne bis hinten hat gar keinen Vorteil. Wie auch immer. Es gibt hier noch verschiedene Bonis, die die haben. Inspiration, Forscher. Wenn er unterrichtet, generiert er Mana-Punkte. Das ist sehr gut. Besteht eine geringe Chance, dass sie eine zufällige negative Eigenschaft verlieren. Sehr schön. Bewegt sich langsamer. Und die Schüler lernen langsamer. Langeweile steigt schneller. Was haben wir hier? Ich glaube, ich würde die hier nehmen. Zum einen ist die gut. Das passt schon mal. Das mit den negativen Eigenschaften, dass die verloren gehen und dass die nochmal Mana macht, das wiegt irgendwie meiner Meinung nach gerade alles auf. Das heißt, wir nehmen die gute Dame hier als Lehrerin und kaufen uns direkt noch eine Karte. Wir können Raum der arkanen Magie nehmen, wieder der Finsternisraum oder Raum des Lichts. Schwierig. Ich glaube, ich würde Raum des Lichts nehmen, weil wir ja gesagt haben, wir werden gut. Ich packe den hier oben rein und da können wir uns den nächsten nehmen. Hier haben wir schon wieder Inspiration. Das ist doch fast das... Naja, nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Was haben wir hier? Pünktlich. Bewegt sich schneller. Belesen. Erhöht das Lerntempo. Anspruchsvoll.
Okay, ist also teurer. Handelt und ermüdet 25% langsamer. Okay. Die ist nicht schlecht. Normales Tempo. Senkt das Lerntempo. Okay, die lehrt ein bisschen schlechter. Hat dafür diese Bonis, die ich gut finde. Oh. Komm, wir nehmen wieder die hier. Zum einen wegen dem Gut. Und zum anderen weiß ich es nicht, einfach so. Wir können auch eine Karte nehmen. Die nehmen wir auch. Einen Aufenthaltsraum. Den haben wir schon mal gebaut. Das sehen wir hier an dieser kleinen Karte da oben. Wir können dadurch den aktuellen Aufenthaltsraum verbessern oder einfach einen neuen machen. Das Zauberbuch kann Werte verbessern. Und den Schlafsaal, dann könnten wir den auch noch verbessern. Ich würde spontan tatsächlich hingehen und einfach dieses Zauberbuch holen. Und das, wo stellen wir das denn hin? Das ist die bessere Frage. Hier in den Aufenthaltsraum, da kommt jeder mal rein, würde ich schätzen. Oder hier. Wir machen das hier rein. So ein Zauberbuch passt auch in den Klassenraum ganz gut rein. So, das war es an Karten, was wir kaufen können. Wir gehen weiter und machen die Häuser. Jetzt wird's lustig. Wir können dem Haus einen Namen geben, ein Wappen geben. Wir können sagen, was die an Unterricht machen sollen, was die als Priorität haben oder was die gar nicht machen dürfen. Wir können zum Beispiel sagen, auch hier, was für Eigenschaften die bekommen sollen. Dann hier die Farbe des Hauses. Dann laufen die Schüler alle in einheitlichen Klamotten rum. Solche Sachen. Wir fangen einfach mal oben an. Wir machen Dolakan. Dolakan klingt schon ganz gut. Die kriegen, was kriegen die als Wappen? Sowas hier ist gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, da passt das hier ganz gut rein. Wähle die erste Eigenschaft für dein neues Haus. Wir haben einmal Fleiß. Die lernen alle Arten von Magie 10% schneller. Wir können beliebt machen. Prestige wird dadurch erhöht oder schön. Wenn er beleidigt wird, verliert dieser Charakter viel weniger Moral. Wer so schön ist, dem sind Beleidigungen egal. Ah, oh, schön. Wir lassen fleißig. Wähle die zweite Eigenschaft für dein neues Haus. Mutig. Verursacht beim Kämpfen 35% mehr Schaden. Das ist nicht schlecht. Widerstandsfähig. Senkt jegliche Gesundheitsverluste um 20%. Oder Hans Dampf. Lernt die erste Stufe aller Magiearten 100% schneller. Das heißt, die sind direkt erstmal eine Stufe weiter. Aber da will ich nicht hin. Ich mache das mit dem Mutig und Fleißig. Und wir machen Schatten als verboten. Die kriegen Licht als Priorität. Obwohl Licht, das sind nachher die Heiler, glaube ich. Dann kriegen die Arkane als Priorität. Und alles andere ist trotzdem erlaubt. So. Dolakan. Unsere Arkanenkämpfer. Das ist das erste Haus. Dann machen wir das nächste Haus. Das ist zu ähnlich. Samir. Samir klingt auch ganz gut. Die machen wir auf jeden Fall als Licht. Schatten ist wieder verboten. Oder? Ne, die lassen wir verboten. Hier können wir auch wieder auswählen. Die haben wieder ein bisschen was anderes. Das ist mit jedem Haus ist das ein bisschen unterschiedlich. Das ist wieder das mit dem Prestige lernen und im Kampf mehr Schaden machen. Da die auf Licht gehen und eher Heiler sind, lassen wir das so. Dann die zweite, gutes Benehmen. Schön, Schattenjünger. Das ist natürlich negativ, wenn wir das nehmen würden. Die kriegen ein schönes goldenes Gewand. Und eine Feder. Oh, warum nicht? Finde ich nicht verkehrt. So, zack, rein damit. Und dann haben wir noch ein paar neue Schüler. So, die können wir entweder ablehnen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel keine Bösen haben. Wäre auf jeden Fall möglich. Auch die haben wieder die verschiedenen Vorteile. Und wir können hier dann sagen, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Was haben die sonst noch? Klug, durchschnittlich vom Geld, widerstandsfähig,
Ehrgeizig, langsam und hässlich, das ist der Bruce. Der Bruce, den packen wir direkt mal hier in die Kämpfe rein, dadurch, dass der widerstandsfähig ist. Bin ich ganz passabel. Dann haben wir den hier, das ist arm. Kind der Natur, okay, sachlich. Den würde ich aber auch in Dolakan erstmal reinpacken. Mutig, brillant, okay. Das ist Zoe, die nur ein Auge hat. Ich weiß es nicht. Die würde ich auf jeden Fall nach Samir erstmal packen. Brillant, erhöht das Lerntempo um 40%. Das ist schon nicht schlecht. Kommen wir mal rein. Dann haben wir hier allergisch gegen Krebstiere, überheblich, schön, wohlhabend. Okay, sehr schön. Die Emily. Wohin machen wir die Emily? Die ist neutral. Wir haben da zwei. Ich würde sagen, damit es einfach ausgeglichen ist, kommt die nach Samir. Athletisch. Athletisch ist, bewegt sich 25% schneller, ist brillant, arm, chaotisch neutral. Die würde ich wegen dem Athletisch eigentlich schon direkt hier nach Dolakan packen. Und damit sind wir erstmal durch. Die Karte spielen wir erstmal noch nicht. Oh, und da haben wir aber auch schon an Vorbereitungen jetzt verdammt viel gemacht. Machen das Spiel mal hier ein bisschen los. Die kommen jetzt gleich alle, hoffentlich. Da sind sie schon unterwegs. Und dann geht das hier schon direkt los. Da kommen die beiden Lehrerinnen, die ganzen Schüler, die chillen sich hier in die Sessel, bis es gleich losgeht. Da kommen schon die ersten zum Unterricht. Grüße von den Dorfbewohnern. Hallo, wir wohnen hier in der Nähe. Wir wollen keinen Ärger und sind Fremden gegenüber misstrauisch. Was genau geht hier vor sich? Keine Sorge, wir lehren hier nur Sakralmagie und befolgen dabei die Gesetze der Kirche des Lichts. Die Inquisition wird es nicht mögen, dass wir das sagen. Wir kriegen aber ordentlich Lichtmanner. Dadurch können wir uns sehr wahrscheinlich direkt eine Karte dort kaufen. Und die Bauern mögen uns ein bisschen mehr. Dann, keine Sorge, in unserer Schule werden hauptsächlich Magier ausgebildet, die Nutztiere heilen. Oh, das freut die Bauern. Und wir kriegen Naturmagie. Auch nicht schlecht, kriegen wir auch direkt die nächste Karte. Oder wir gehen hier unten. Keine Sorge, in unserer Schule werden hauptsächlich Magier ausgebildet, die auf Nekromantie und das Beschwören mächtiger Dämonen spezialisiert sind. Das gefällt den Bauern gar nicht. Ja. Werden wir natürlich auch nicht nehmen. Wir gehen hin und nehmen das mit der Naturmagie, würde ich sagen. Oder Lichtmagie. Ich würde sagen, wir machen die Lichtmagie. Schließlich ist das, worauf wir uns ein bisschen spezialisieren wollten. Zack. Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen, die hier aufgegangen sind. Schülerbewerbung ist das nächste. Wir haben hier nochmal ein paar Schüler bekommen. Chaotisch neutral, wohlhabend, ist ein Waisenkind, hyperaktiv gesprächig. Das ist so, ja, ist halt da, ne? Hat hier sonst gar nichts, wo man sagen könnte, toll. Deswegen packe ich einfach mal ein allgemeines Fach. Einfach mal gar nicht, irgendwo rein, fertig. So, hier haben wir den ersten bösen Charakter. Schön, gesprächig, Klaustrophobie. Was machen wir da? Ich würde sagen, du kommst auch einfach mal ins allgemeine Fach rein. Warum nicht? Der nächste Böse. Gelehrter des Arkanen. Okay, nicht schlecht. Dann packe ich dich nach Dolakan. Oder ist taub. Dann haben wir Kind der Natur. Fleißig. Ist ein Hypochonder. Ich pack dich mal hier rein. Vom Licht auserwählt. Okay. Ja, dann kommst du auf jeden Fall hier nach Samir. Langsam. Hier, der König will was von uns. Grüße vom König. Ah, eine neue Schule in meinem Königreich. Wie schön. Ja, wirklich sehr schön. Und da ich ein gerechter und großzügiger König bin, würde ich dir gerne helfen. Was brauchst du denn? Unsere Schule braucht mehr Geld. Oder aber, es wäre gut, wenn die königlichen Architekten helfen könnten, einen fortgeschrittenen Raum zu bauen. Dann können wir drei Karten direkt auswählen. Machen wir direkt. So, was können wir uns aussuchen? Die Wahrheitskammer. Das ist Rachemagie. Fürs Licht. Dann haben wir die Mordarena und das Hausmeisterzimmer. Tja.
Ich würde sagen, das Hausmeisterzimmer wäre nicht verkehrt, wenn wir das machen. Das packen wir da oben hin und dann können wir noch einen Hausmeister einstellen. Ich weiß gar nicht, warum braucht der Pädagogik? Königlicher Schutz. Ehemaliger Inquisitor, Adlerauge. Ich würde sagen, ich nehme die, die Nina. Pissen Lina. Wow, was für ein Nachname. Ja, die würde ich nehmen. Zack, haben wir eine Hausmeisterin. Was ist hier? Grüße von der Abenteurergilde. Zwischen zwei Trollmassakern hatte ich gerade etwas Zeit, also dachte ich, ich sag mal Hallo. Die Abenteurergilde freut sich immer, wenn eine neue Zauberschule ihre Tore öffnet. Was für Magier werden hier ausgebildet? Da haben wir auch wieder die drei Möglichkeiten. Magier, die Leute verarzten können. Gute Heiler gibt es nie genug. Wir können drei Karten auswählen. Magier, die... Ach so, egal was wir wählen, wir können drei Karten auswählen, die sehr wahrscheinlich dazu passen. Hier ist es irgendwas mit Alchemie oder so. Das ist sehr wahrscheinlich Angriffsmagie und hier haben wir die Lichtmagie, Heile. Dann packen wir das direkt einfach mal rein hier. Zack. Wunderbar. Ein Gesundheitsbett, einen Arzneischrank und ein ganzes Krankenzimmer können wir machen. Da würde ich sagen, nehmen wir doch direkt mal das Krankenzimmer. So, wo machen wir das hin? Ich würde sagen, ich mache das tatsächlich hier oben hin. Wir können einen Krankenfehler, Iron Fist. Geil. Allein nur deswegen müsste ich den eigentlich nehmen. Weisheit der Alten. Ehemaliger Inquisitor, pünktlich belesen. Das ist, glaube ich, alles totaler Blödsinn. Ich nehme den wegen dem Namen. So. Und da machen wir jetzt mal die Schweinchenkammer oben drauf, weil ich glaube, höher ist jetzt eh egal. So hoch, wie wir da jetzt gekommen sind. Weil hier sieht man schon, da kommt nachher nichts mehr drauf. So, wir können aber nichtsdestotrotz wieder ein paar Karten ziehen. Das machen wir auch direkt. Büro des Psychologen. Das wäre nicht verkehrt. Wir können auch eine Privatwohnung holen, wo die Lehrer sich ausruhen können. Okay, gut. Dafür haben sie mehr Zeit für ihre Arbeit. Der Psychologe wäre allerdings auch nicht verkehrt. Wegen der Moral. Wir nehmen das. Packen wir da drauf. Dann können wir uns einen Psychologen aussuchen. Das ist auch wieder so eine Sache. Wir nehmen hier gut, weil die gut ist. Einfach nur deswegen. Und wir können die nächste Karte raussuchen. Ist nie hungrig oder müde. Okay, ein Lichtzepter. Auch gut. Und ein Reliquienschrein. Boah, was nehmen wir denn da? Ich würde sagen, wir machen das mit dem hier. Dann sind unsere Lehrer direkt wesentlich besser. Das packen wir hier rein. Ich glaube, das wirkt ganz gut. Geht da noch eine Karte? Nein, aber bald. Tick, und da haben wir sie schon, die nächste Karte. Jetzt könnten wir die Heldenkapelle nehmen. Das machen wir auch. Das ist so das nächste Gebäude. Die packen wir da unten rein. Da können wir auch wieder einen Lehrer machen. Angemessen, mittelmäßig ist schlechter. Schüler lernen 10% schneller. Da holt er das bestimmt wieder auf. Ja. Königlicher Schutz, Inspiration. Ich glaube, ich nehme das wegen Inspiration. Wir haben jetzt die nächste Karte. Weiter geht's. Eine Enttanne. Geil. Ein Stall. Was haben wir hier? Ein Gewächshaus. Dann nehmen wir hier den Stall. Den machen wir hier unten einfach rein. Müssen wir schon fast den hier nehmen, ne? Wegen dem Bart und den Tieren im Stall und so, ne? Aber die ist Pädagogik gut. Adlerauge. Okay. Nett. Halb so schnell langweilig. Weniger Moral. Boah, das ist auch gut. Dieser Lehrer hat schneller Hunger. Ach, gut. Erhöht sein eigenes Gehalt um 100%.
Nicht schlecht. Wir nehmen den hier. Ah, was haben wir hier? Das erste Meerschweinchen wurde abgeschossen. Dadurch können wir uns jetzt eine dieser Fraktionen aussuchen. Dann würde ich hingehen und wir gehen mal zur Inquisition, weil die eben auch für das Lichtmanner da sind. Nehmen da Kontakt auf. Wir können momentan nichts wählen, außer ich will mich verbessern. Dadurch kriegen wir 5%, 5 Punkte mehr. Das war's schon erstmal. Da kommt später sicher mehr, was wir auswählen können. So, da haben wir auf jeden Fall schon eine kleine, aber feine Schule gemacht. Da kommt noch mehr zum Auswählen. Hier sehen wir auch schon unsere ersten Kosten. Wir gehen erstmal hier los. Der Musikant. Sei gegrüßt, Magier. Ich bin der Musikant. Aber du hast sicher schon von mir gehört, oder? Nicht wirklich, nein. Er ist so attraktiv. Ah, der Musikant, er ist so attraktiv. Wir gehen heute Abend alle in die Taverne, um ihn singen zu sehen. Der Musikant lenkt deine Schüler ab. Sie können sich nicht konzentrieren. Statt ihm auf der Umgebungskarte einen Besuch ab, um das Problem zu beseitigen. Ich habe es im Gefühl, dass das schwierig macht. Schüler lernen alle Arten von Magie 15% langsamer, weil die abgelenkt werden. Na super. Die Vertraute des Dämonenfürsten. Sei gegrüßt, Magier. Während unserer letzten Kerker-Expedition haben wir einen Dämonenfürsten getötet und dessen Katze gefunden. Sie hat jetzt niemanden und wir bringen es nicht über sie zurückzulassen. Möchtest du die adoptieren? Ich habe keine Zeit, mich um sie zu kümmern. Nein, vielleicht. Oder klar, ich bewillige Mittel für Trockenfutter. Ich habe keine Mittel, also gibt's das auch nicht. Zielkarte Hexenkatze. Schade. Hätte ich tatsächlich gerne, geht aber nicht. Vielleicht. Machen wir vielleicht. Wir brauchen aber eine Antwort, ja oder nein? Ja, ich habe immer noch kein Geld. Kann ich das nicht überspringen? Ne, okay, dann nein. Dann gibt es leider keine Katze. Finde ich schade. Aber ich habe leider keine Cash. Alles weg. Wir kriegen neue Schüler. Wir haben einmal den hier. Alchemielehrling, allergisch gegen Pollen. Also Naturmagie ist nichts für den. Den packen wir einfach mal hier mit rein. Athletisch, Schattenjünger. Also super, ist taub. Dann kommst du einfach mal da rein, wegen athletisch. Brillant, rechtschaffen gut, lustig, Waisenkind, hässlich und gesprächig. Du kommst hier hin. Auch brillant, mutig, verursacht mehr Schaden. Ab hier rein. Und weiter geht's. Können die nächste Karte auswählen. Die Heldenkapelle haben wir schon. Einen weißen Drachen können wir machen. Den nehmen wir. Den packen wir da rein. Patz. Da haben wir jetzt den kleinen weißen Drachen. Mal ein bisschen ran. Da ist er. Und flattert jetzt durch unsere Schule. Und jeder, der ihm begegnet, der kann seine Fähigkeiten erhöhen. Sehr schön. Wir können die nächste Karte auswählen. Wir können ein Terrarium machen. Ein Stammesbett. Wenn sie lange nicht mehr müde. Das klingt ganz gut. Gelehrtenhände fressende Pflanze. Okay. Ja, nein. Allerdings das hier. Kräuterkunde wird verbessert. Stammesbett. Wenn man darin geschlafen hat, würde man lieber überhaupt nie wieder schlafen müssen. Sehr gut. Wir machen das Terrarium. So, wo packen wir das hin? Ach so, das ist nur ein kleines Teilchen, was man irgendwo reinstecken kann. Ich dachte, das wäre ein neuer Raum. Ja gut, dann kommt das da rein, das passt da rein. Und damit haben wir schon verdammt viel geschafft. Wir machen hier das noch fertig. Vom Magiern und Clans. Seid gegrüßt, Menschen. Unsere Clans brauchen neue Hexer, um gegen die Armee des Königs zu kämpfen. Ich dachte, ihr könnt vielleicht helfen. Wir sind nämlich nette Leute. Und es wäre doch cool, wenn ihr das Vertrauen der Ork-Clans gewinnen und euer Verhältnis zu ihnen auf plus 90 erhöhen könntet. Also, was sagt ihr? Oh, was für eine tolle Idee. Du hältst die Mission Clan-Magier. Die Inquisition und der König mag das gar nicht.
Oder wir sagen nein und die Orks mögen uns nicht. Wir machen nein. Natürlich machen wir nein. Dumm. 40%. Also mal. Dafür ist er reich. Sie. Audrey, du kommst hier einfach da rein. Fertig. Was haben wir hier? Gourmet und Waisenkind. Klug. Juliet kommt nach Samir. Böse, etwas langsam, aber reich, vom Licht auserwählt. Dann kommst du ab nach Samir. Und wir haben damit diese Folge auf jeden Fall rum. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Gefällt euch das Spiel? Wollt ihr davon noch ein bisschen mehr sehen? Und ich werde auf jeden Fall noch eine Folge davon machen oder zwei. Mal gucken, wie das so ankommt und wie das auch Spaß macht. Und ja, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Madet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Jod. Ich bin fort.